Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Abenteuer im Pilzmäser, Folge 34 oder so, keine Ahnung. Ja, wir haben beim letzten Mal bei einer abenteuerlichen Reise zu Fuß, eigentlich auf der Suche nach Pferden, ein Dings gefunden, ein Piratenschiff, ein verlorenes Piratenschiff, das wir entdeckt haben. Es lag mitten in einem bewohnten Dorf. Und wir haben es komplett ausgeplündert und den Kartografen des Dorfes haben wir ausgeplündert. Und wir haben... Meine Güte, der läuft da draußen immer noch rum hier. Das ist gefährlich. Ja, wir haben den Kartografen des Dorfes ausgeplündert und die Kuh umgebracht des Dorfes. Ja, und jetzt haben wir eine schicke Karte. Und zwei mehr Schilder, weil wir haben auch noch ein paar Kühe umgebracht. Warte mal, das braucht da nicht rein. Wir tun in diese Kiste mal alles zu kochende, was Nahrung ist. So. Fische und Fleisch. Kommt hier rein. Das ist die Fleischfresserkiste. So, dann brauchen wir mehr. Die drei können wir nochmal einpflanzen draußen, wenn wir da nicht von einem Zombie angefallen werden. Dann haben wir hier die... das interessiert mich ja. Die Moosblöcke. Hier ist das drin. Okay. So, dann... machen wir das mal da. Und jetzt brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jetzt brauchen wir nur noch 21 Schilder, dann sind wir mit der Wand zumindest schon mal fertig. Das ist gut. So, und jetzt möchte ich ausprobieren, die Moosblöcke. Mit denen kann man nämlich andere Blöcke in Moos verwandeln. Und ich weiß nicht, ob das hier mit Sand... oder gar mit Terrakotta überhaupt funktioniert. Das möchte ich gerne herausfinden. Aber erstmal hau ich dem auf die Nase. So, okay. Gehen wir mal ein bisschen hin, wo uns nicht so besonders stört, wenn es kacke aussieht. So. Nee. Okay, also mit rotem Sand geht es schon mal nicht. Dann gehen wir hier zum Terrakott her. Okay. Nein, das funktioniert auch nicht. Das Einzige, was passiert, ist, dass hier oben so ein Teppich erscheint. Okay. Das heißt, wir müssen entweder zur Erde oder wir müssen... irgendwo, wo Kobbel ist. Ne, nicht Kobbel, sondern der normale Stein. Das ist interessant zu wissen. Okay. Oh! Schon wieder ein Selbstmordattentäter. Ja, man muss sie ins Wasser locken, dann sind sie relativ harmlos, wenn man nicht zu dicht dran ist. So, gehen wir einfach mal hier hinten hin. Naja, siehst du, geht schon. Kommt immer näher hier. Fünf, okay, fünf. Aha. So. So, ich hoffe mal, das passiert auch hier auf dem Pilzgras bewachsenen
grauen Blapump-Ding. Okay. Ja. Ich meine, so würden wir den Rasen schneller hinkriegen oder zumindest etwas, was wie Rasen aussieht. Aber wir wollen halt richtigen Rasen. So, zack. Aber wenn man irgendwas schnell begrünen will oder halt diese grünen Teppiche haben will, die Moosteppiche, dann ist das echt eine prima Sache hier mit dem Moos. Es scheint, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. So, sehr gut. Phew, so, ja. Schon wieder ein weiter. Sehr gut. Ja, ist zwar kein Gartenzaun, aber hat auch was. So, die Moosblöcke. Wir haben ja erstmal 62 Teppich hier. Die können wir oben mal. Das Tolle ist nämlich, wenn wir die hier drauflegen auf die Leuchtblöcke, dann sieht man die nicht mehr, aber das Licht kommt trotzdem durch, weil das ist Minecraft. Einer fehlt, aber das können wir ändern. So. Und das Bett kommt mal woanders hin, weil ich möchte die Symmetrie haben hier. So. Goodie. Hier bauen wir eine Fußmatte hin. So. Okay, wir brauchen eigentlich ein Feld für Karotten und eins für Kartoffeln, aber... Das lassen wir erstmal sein, weil so, die Nuggets kann man wieder in Barren verwandeln, aber immer nur jeweils 9 Stück. Also haben wir so ein bisschen Reste noch. Okay, die kommen hier rein. Die kommen hier rein. Die kommen hier rein und Sand war hier, ja. Gucken wir mal, wo dieser verborgene Schatz ist. Der ist irgendwo auch im Süden. Okay, ist sehr logisch. So, so, hier können wir noch, aber das reicht nicht. Daraus, wie viele Schilder wir daraus noch machen können. Ja, genau die 3, die Sand. So. So, also hier kommt Holz rein. Hier war Diorit.
Und hier oben Granit. Und es ist schon wieder dunkel. Haben wir hier noch leere Kisten? Ja, dann kommt hier jetzt Moos rein. Und... okay. Sehr schön. Okay. Das Papier können wir auch da lassen. Aber die beiden Karten brauchen wir. Jetzt brauchen wir noch Melonen. Rote Beete. Kakao. Die ganzen anderen Baumsorten bräuchten wir noch und ja gut, und jede Menge Tiere noch, ne? Aber ja, eigentlich schon ganz gut aufgestellt für die paar Stunden, die wir jetzt in diesem Spiel sind. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Früher haben die Dörfler sich vermehrt, wenn genug Türen da waren. Früher musste man so jede Menge Türen bauen, dann haben sich die Dörfler vermehrt. Mittlerweile schlafen die Dörfler auch tatsächlich in richtigen Betten und es geht nach den Betten und ob genug Essen da ist. Also das ist alles ein bisschen realistischer geworden. Manche sagen, das hat jetzt auch weniger Charme, aber es ist halt logischer für den Minecraft-Neuling. Ist halt ein bisschen unlogisch, wenn man halt... oh Mann, das ist aber weit draußen. Wenn man halt gewohnt ist, mit Türen zu bauen, weil das ist... man kann in diesem Spiel viele automatische Farmen bauen. Eine davon ist die Eisenfarm. Die Eisenfarm funktioniert nach dem Prinzip, dass wenn ein Dorf groß genug geworden ist, sich spontan Eisengolems bilden, die das Dorf verteidigen. Ja. Und die kann man dann quasi automatisch einschmelzen. Dann hat man quasi einen unerschöpflichen Vorrat an Eisen. Ist alles etwas unlogisch, aber es ist Minecraft. So, wo ist jetzt hier immer noch nicht? Ich muss immer noch weiter nach Süden. Okay. Gehen wir mal in die Richtung, vielleicht kommen wir dann irgendwann zu diesem Kreuz da. Ich fürchte fast, das ist da in den Eisbergen oder so, ist der versunkene Schatz. Mit dem Eis kann man nachher auch tolle Dinge machen, aber auch für das brauchen wir Silk Touch auf unseren Werkzeugen.
Oh wow, hier sind Ruinen unter Wasser. Und Wassermänner, die mich bewerfen mit. Oh. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße. Da ist eine Kiste drin, aber da möchte ich mich, glaube ich, zurzeit nicht wirklich hinwagen. Ich würde mal tippen, dass unser Schatz da ist irgendwo, bei der Landmasse da. Aber eigentlich suche ich ja ein Pferd. Oh nein, das muss weiter. Ich bin total durcheinander. Das muss ja weiter im Süden sein. Aha, Kupfer. Aha, muss hier irgendwo sein, also. Geht doch hier hin, ja. Muss das doch hier sein. Ah! Ja, es gibt Fallschaden in diesem Spiel. Das ist so ein bisschen ungünstig jetzt gerade. Ja gut, gehen wir halt um diesen Scheißberg rum. Was soll's? Viel zu weit im Süden schon. Oh, ein Ei. Sehr gut. Aha, das muss also da sein. Okay. Also hier an dieser Küste ist es auch nicht. Muss ja dann viel weiter drin sein hier.
Da ist einer von diesen Eisengolems. Das heißt, das Dorf ist groß genug, das ist gut zu wissen. Brauche ich mir keine allzu großen Sorgen machen, dass das schnell verschwindet dann. Ah, siehst du. Oh nein, oh nein, oh nein. Das bitte nicht. So. Okay. Nehmen wir mal ein paar noch mit hier. Schon wieder knapp an Fackeln. Ah, siehst du, das ist hier irgendwo an der Küste. So, und gefunden. Aber, ich habe die Suche mal abgekürzt damit. Oh, scheiße, ich muss mal erstmal wieder zu Kräften kommen hier. Meine Güte. So, hier. So, also den Schatz haben wir gefunden. Dann können wir hier noch mal die Kiste mitnehmen. Ist ja niemand anders auf diesem Server, mit dem wir Geocaching spielen können, weil das kein Server ist, sondern Einzelspieler halt. So, und dann nehmen wir Karte Nummer 5 und gehen wieder in die richtige Richtung hier. Haben wir noch Holz dabei? Nein, das haben wir alles weggetan, dummerweise. Jetzt könnten wir ein Boot bauen hier, das wäre vielleicht ganz nützlich. Aber hier ist ja Holz. Bäume, das Holz der Natur. Hier sieht man, dass man auch mit einem... Oh Gott, da kommt noch einer. Scheiße, dass man... Ah, Creeper.
Ja, dann halt wieder nach Norden. Fürchte ich fast. Wenn ich nach Norden überhaupt unterwegs bin gerade, ich sehe das gar nicht. Denn da ist ein Endermann, der ist uns erstmal nicht feindselig gegenüber, bis wir ihn angucken. Darum gucken wir den nicht an, sondern versuchen uns hier ein Boot zu bauen, mit dem wir dann vielleicht den Monstern aus dem Weg gehen können. So. Geduldo. Okay. So. Bin nicht sicher, dass ich in die richtige Richtung fahre hier, aber ich bin zumindest auf der Karte. Das ist gut. Das heißt, hier um dieses Archipelago herum. Und dann wieder nach Norden. Dann sollte ich irgendwann wieder zu Hause landen. Ich habe noch kein Pferd übrigens. Ich möchte. Ah ja, da ist das Dorf. Sehr gut. Es dämmert schon wieder, interessant. Kann hier vielleicht ein bisschen von der Karte noch aufdecken in der Zwischenzeit hier. Beziehungsweise könnte ich, wenn hier nicht alles zugefroren wäre. Eisbären. Ah! Das haben wir jetzt davon. Okay, warte mal, ich habe überhaupt nichts frei hier. Das heißt, wir müssen erstmal das hier wegtun. Ja. Okay. Und dann können wir das hier einsammeln. Können zum anderen Ende gehen, das wieder ablegen, den hier wieder, weil wir sparsam sind, abbauen und dann den restlichen Weg nach Hause fahren. Wie ist das? Wo ist denn zu Hause überhaupt? Muss hier irgendwo sein. Okay, muss dahinter sein. Ach, toll. Na gut. Aha. Ah, siehst du, da ist das Messer. Sehr gut. Da muss mein Häusle da irgendwo zwischen sein. Da ist es, siehst du wohl. Und das ist ja fast wie auf Stichwort, beziehungsweise
Wäre da ein Stichwort, dann wäre es auch Stichwort, weil es sind jetzt genau 30 Minuten oben wieder. Können wir diese Folge dann nach diesem abenteuerlichen Ausflug und nach dieser Schatzsuche und dem Angriff der Killer-Monster beenden und dann beim nächsten Mal weitermachen. Ja. Dann wünsche ich euch alles Gute und eine schöne Woche oder was auch immer gerade für einen Wochentag ist. Ich bin mir selber gar nicht sicher. Und dann bis zum nächsten Mal, nicht? Bis denn!